Kabel rausmachen, jetzt stecken wir das hier mal rein. Ich muss erstmal gucken, wo die Löcher sind. Da. Ach, mit Standfuß passt das nicht. Okay. Mit dem Standfuß passt das nicht. Das werden wir gleich noch testen. So. Ich denke mal, mit dem Original Sony wird das denn passen, weil da kommt die Tür. Ich muss jetzt erstmal hier. Wo sind die Löcher? Da sind die Löcher. Ja, mit dem Original Sony könnte es passen, weil der unten aufliegt und die dadurch was höher macht. Ist er jetzt dran? Oh. Achso, jetzt ist er dran. So. Ja, PS4 wird auch nicht wirklich verdeckt. Man kann das PS4-Logo noch sehen. Oh, hier leuchtet so ja blau. Cool. Weil die ist ja auch noch an, logischerweise. Ist ja geil. So. Ah, jetzt weiß ich. Ich habe mich gewundert. Kann ich euch nochmal zeigen, warum hier unten Gummi dran ist. Einmal da und einmal hier. Ist ja logisch, wenn die hier auch so aufliegt, dann will man da natürlich auch, weil hier ist ja auch Gummi drunter, muss man ja auch noch auf eine gewisse Höhe kommen, damit das halt nicht den USB-Anschluss überansprucht, indem es nach oben drückt und den dadurch kaputt macht oder halt nach unten oder was weiß ich. Das ist ja geil. Und natürlich gleich rutschfest auch. So, finde ich ja sehr geil. Mache ich mal die Playstation nochmal an. Jetzt müssen wir kurz warten. Hier oben leuchtet es schon blau. Jetzt seht ihr ja schon. Ich will mal die Controller-Ladestation hier noch kurz ein bisschen. Obwohl, können wir ja mal hier so herstellen. Dann seht ihr, wenn da Licht kommt. So. Ich werde jetzt kurzzeitig mal versuchen, den Fernseher etwas lauter zu machen, dass ihr vielleicht was hört. So, jetzt habe ich hier nochmal mein... Na, nun komm. So, genau. Mein Stick, der praktisch von der Tastatur von der Wii U, nicht Wii U, von der Wii ist. So, und den werden wir jetzt anschließen. Der funktioniert auch hundertprozentig mit der PS4. Und dadurch können wir jetzt mal sehen, ob alle USB-Ports auch gehen. So, ich schließe da jetzt mal an. Ich habe extra Fernseher auf 100 gemacht. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Ich habe es laut genug gehört. Also, es geht. So. Abgeklemmt. So, jetzt der nächste. Es geht. Abgeklemmt. Nächster. Es geht. Abgeklemmt. Nochmal einer. Es geht. Und abgeklemmt. Also selbst solche Geräte werden erkannt über den Hub. Jetzt schließe ich das mal direkt an den USB 3.0 Port an. Und anerkannt, funktioniert. Einwandfrei. Ich werde aber jetzt sicherheitshalber, bevor ich jetzt hier weitermache und schnell den Fernseher leiser machen, nicht, dass ich nachher die Playser ausmache, mir meinen Receiver anmache und auf einmal belegt mich mein Fernseher an, weil ich habe mir jetzt auf Stufe 99 gehabt, 100? Nee, 99, hört jeder nicht, weil das wäre natürlich nicht so toll. So. Wartet mal, ich mache nochmal aus. Jetzt könnt ihr das gleich nochmal sehen. Erst geht hier alle blaue Lampen an, weil logischerweise, ich mache ihn ja ran. Und dann merkt er, oh, der ist voll, der nicht. Hier oben können wir weiter blau leuchten. Hier machen wir die rote Leuchte an, weil der noch leer ist. Müsst ihr mal ganz, ganz genau achten. Zack. Habt ihr das gesehen? So nochmal. Also clever die Teile. Zack, zack. Überprüft. Und jetzt weiß er, hier ist leer, hier muss ich laden, hier ist voll, hier kann ich blau leuchten. Ja, also das blaue Licht, was ihr da seht, das ist nicht von dem Teil, das ist von oben. Das wird von oben nach unten gestrahlt. Das spiegelt sich hier so ein bisschen auf dem Controller und so.
Finde ich sehr geil. Und es leuchtet auch blau, wenn die im Standby ist. Mach die mal in Standby. Na? Eigentlich sind sensible Tasten, da brauche ich eigentlich nur so machen und dann müsste was passieren. Aber nein, ja, das ist der Vorführeffekt. Jo. Also den Look von diesem Teil finde ich extrem geil, dass er wie eine kleine PlayStation ist. Der ist auch so schräg, ja, und oben Klavier lag, unten nicht. Also das finde ich extrem geil. Ja, jetzt leuchtet es nicht. Jetzt müsste gleich wieder leuchten. Immer kurz blau geleuchtet. Jetzt leuchtet es blau. Hier leuchtet es auch, weil die Leuchte ist jetzt gelb. Ich befinde mich mit der PlayStation 4 jetzt im Standby-Modus. Also im Bereitschaftsmodus. Warum sieht denn das hier so komisch aus? Hier so dunkel und hier nicht. Ich sehe jetzt nicht. Das fuckt mich ja gerade so ein bisschen ab. Die sind eigentlich alle. Ich kann ja gerne mal, ich habe hier noch ein Tuch. Weil das fuckt mich ja jetzt gerade so ein bisschen ab, dass das so ein bisschen doof aussieht. Aber das kommt bestimmt durch die ganze Anpakelei von mir. Nö, ist ja sehr kurios. Dass das hier hinten so schwarz ist und hier so. Kann aber natürlich auch von der Lampe oder von irgendwas kommen. Ich werde das mal ankippen. Ach! Bescheuert, das ist nicht. Das ist der Kratzbaum, da spiegelt sich der Kratzbaum drin und ich wundere mich, was da ist. Ich bin bescheuert. Also manchmal habe ich echt. Ich schieße da schon wieder einen Vogel ab. Ja. Aber den werde ich auch jetzt noch nicht testen können. Da kann ich euch das auch gleich nochmal zeigen. Da ich ja erstmal diesen ausgiebig testen möchte und will und mich auch riesig darauf gefreut habe. Und da geht die PlayStation natürlich etwas tiefer rein. Und da passt das nicht. Da kann ich den nicht benutzen. Die hat logischerweise hier unten schon eine Erweiterung. Deswegen werde ich den erstmal leider noch nicht benutzen können. Ich werde mal zwischendurch vielleicht zusehen, dass ich das irgendwie machen kann, dass ich dann halt die Standfüße dann mal ab und zu wechsle. So, erstmal noch hier wieder da drauf, weil ich nicht will, dass der Klavierlack hier irgendwie Schaden nimmt. So. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, dann ab und zu mal den Standfuß zu wechseln, damit ich euch da ein bisschen besser was sagen kann. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Der passt leider Gottes nicht ran, weil der Standfuß hat automatisch ja einen Hub und so, mal vernünftig verpacken jetzt wieder. Hat ja automatischen Hub. Und ja, deswegen. Die Controller-Ladestation, die wird jetzt bei mir laufen und halt. Oh Gottes Willen. So, Moment hier rein. So, die Controller-Ladestation wird laufen und halt praktisch dieser Standfuß. Das, ich stelle euch das mal nochmal hier so nebeneinander. Das, so wie ihr jetzt seht, das wird jetzt die nächsten Wochen bei mir laufen, wenn ich spiele und wenn ich irgendwas mache, um das mal zu testen. Also ich werde ja auch hier die Ladestation werde ich dann mal testen oder ich werde mal versuchen, dass ich vielleicht beide Controller, dass ich den jetzt noch lade und beide Controller komplett leer mache. Also komplett leer. Und wenn die komplett leer sind und nicht mehr angehen, dass ich einmal direkt über diese Station lade und einmal hier drüber lade im Bereitschaftsmodus und euch da dann genauer sagen kann, was da nun schneller oder nicht schneller ist. Ich denke mal, die werden gleich sein. Da wird kein großer Unterschied sein. Ja, das werde ich euch auf jeden Fall demonstrieren. Zack, aus. Und ich bin schon mal sehr, sehr gespannt. Also der gefällt mir ja auch richtig gut. Also ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So, aber ich mich jetzt hier wieder um Kopf und Kragen quassel, würde ich jetzt hier sagen, wir beenden erstmal den Hardware-Check dazu. Ja, und könnt ihr euch darauf freuen, ich werde testen und werde euch da dann nähere zu sagen können. Aber ich merke, kann ich,
noch kurz am Rand, habe ich gerade eben gemerkt hier, wenn ich den jetzt anhabe, merke ich hier schon so einen leichten, kühlen, hier natürlich mehr, von unten kommt auch mehr. Also ich merke schon diesen Windhauch, merke ich schon. Also ist nicht so, dass ich das nicht merke. Also ich denke mal, der wird die PlayStation extrem gut kühlen. So, von daher würde ich jetzt erstmal sagen, jetzt wirklich hier, ich verabschiede mich und dann sehen wir uns im Hardware-Check 2 oder wenn ich vorher schon irgendwelche anderen Videos mache, dann logischerweise da. Wenn ihr Bock habt, bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.